so groß ist die Liebe. Du für mich deine Arme so weit. Du am Kreuz, das ist mehr als ich fassen kann, eine Quelle der Gnade, und so ziehst du mich an. Du für mich, wie so groß ist die Liebe. Du für mich, deine Arme so weit. Du am Kreuz, das ist Ohnmacht und Stärke, ist als der Hass und das Dunkel, welch ein Licht du doch bist. Wie so groß ist die Liebe. Du für mich deine Arme so weit. Du am Kreuz, das ist Kraft zur Versöhnung, hin, so wie du zu vergeben, alle Hoffnung darin. Du für mich, wie so groß ist die Liebe. Deine Arme so weit. Du am Kreuz, das ist Weg und ist Ziel. Zugleich will das Leben ich finden, in der Armut so reich. Für mich, wie so groß ist die Liebe. Du für mich, deine Arme so wir haben uns hinabbegeben in die Tiefe, hier in diesen Keller. Heute sind wir in Weiler im Wohnhaus der Familie Arnold zu Gast. Der Keller ist ja ein ganz wichtiger Ort für jedes Haus. Er ist Vorratsraum, aber auch Rückzugsort. Hier kann man Dinge für später aufbewahren oder auch ein Fest feiern, ohne dass die Nachbarn sich gestört fühlen. Ob Kartoffeln oder Wein, hier liegt auch all das, was noch der Reife bedarf. Den Keller sieht man von außen nicht, er ist ins Erdreich hineingebaut. Früher war er deshalb auch Schutzraum gegen Feinde von außen. So kann der Keller Symbol sein für die Lebensmomente, die unser Leben in die Tiefe führen und zur Reife bringen. Wir freuen uns, dass ihr euch heute einklingt bei Sofa and God, um mit uns in den inneren, dunklen Keller zu steigen und Gott zu bitten, dass er Licht werden lässt und reifen lässt, wo wir es brauchen. So beginnen wir miteinander im Namen des Vaters, des Sohnes
und des Heiligen Geistes. Amen. Mitten am Tag geschieht manchmal Überraschendes. Mitten im Leben kommt es vor, dass Unvorhergesehenes hereinbricht. Mitten in unserem Tun passieren Fehler und Verletzungen. Mitten in unserem Ringen geschieht auch wieder Versöhnung. Mitten in unserem Denken und Fühlen gibt es Wunder. Mitten in unseren Enttäuschungen zeigt sich die Wahrheit. Mitten unter der Woche feiern wir Aschermittwoch, die Unterbrechung des Alltäglichen und den Beginn unserer Vorbereitung auf Ostern. Raphael wird jetzt draußen bei der Kirche Feuer entzünden. Jeder Holzscheit, den er hinlegt, hat einen Namen. Einer heißt zum Beispiel Enttäuschung. Er erzählt von den Momenten, in denen ich Enttäuschung erlebt habe. Manche sind vielleicht noch frisch, andere sind schon lange her, schmerzen aber immer noch. Dann gibt es einen Holzscheit, er heißt Enge. Er lodert in den Flammen für die Augenblicke, in denen ich Angst gespürt habe oder mich in die Enge getrieben fühlte, von anderen oder durch eigenes Handeln. Ein dritter heißt Belastung, die Last von Sorgen und unüberwindbar scheinenden Aufgaben, aber auch von Überforderungen, kann ganz schwer zu tragen sein. Alles, was uns bedrückt, legen wir ins Feuer, damit es verbrennt. Das Feuer hat unsere Holzscheite verbrannt. Wir haben die Flamme mitgebracht in unseren Keller und die Asche,
die wird am Aschermittwoch auf unser Haupt gestreut, als Zeichen dafür, dass auch wir uns verwandeln dürfen, immer wieder neu ins Leben. Mit Asche auf der Stirn, so heißt unser nächstes Lied, das wir jetzt gemeinsam singen. Seid herzlich eingeladen, mitzusingen. Das finden wir im Erdentöne Himmelsklang bei der Nummer 295. 295. Mit Asche auf der Stirn, Vergänglichkeit erspürt und Gottes Herz berührt. Mit Asche auf der Stirn, im Fasten liegt verzieht, viel mehr als bloße Pflicht. Klarer wird die Sicht, im Fasten liegt Verzicht. Bewusst das Gute tun, Gerechtigkeit als Lohn, im Sog von Gottes Sohn, bewusst das Gute tun. Den Weg zum Kreuz mitgehen, dem Menschensohn zu sehen, die Leidenszeit verstehen, den Weg zum Kreuz mitgehen. Wächst Leben aus dem Tod, der allergrößten am Kreuz, das Jesus droht, wächst Leben aus dem Tod. Hier im Gewölbekeller ist Enge spürbar. Im übertragenen Sinn eine Enge, die von Abhängigkeiten, eingefahrenen Ritualen und das ständige Kreisen um sich selbst stammen kann. Das Feuer ist aus. Das Feuer der Begeisterung ist erloschen. Die Liebe zu Gott und den Menschen vielfach erkaltet. Der Alltag hat sich lähmend über alle Freude und Zuversicht ausgebreitet. Ein Gefühl, das Menschen teilen, die auch von ihrer Kirche enttäuscht und verletzt sind. Da ist es gut, einen Zwischenstopp einzulegen. In unserer Kirche, in unserer kirchlichen Tradition steht dafür der Aschermittwoch. Zu Beginn der österlichen Bußzeit verbrennen wir die letztjährigen Palmzweige. Ein Zeichen für Vergebung und Neubeginn. Das Feuer verbrennt das Alte, es bleibt nur Asche. Diese Asche kann jedoch Nährboden werden für einen neuen Anfang. Was möchte ich gerne loswerden? Welches Alte bedrückt mich? Und wo wünsche ich mir einen neuen Anfang? Damit aus Metall Silber oder Gold wird, muss es ins Feuer. Das ist keine neue Erkenntnis, das erzählt uns schon die Bibel. In einem Psalm heißt es: Gott, du hast uns geprüft, uns im Feuer geläutert, so wie man Silber im Feuer läutert. Ein Mensch soll geläutert werden, das heißt, er soll reifer und heiler werden, damit er wieder zum Glänzen und zu strahlen beginnt, so wie Silber. Der Aschermittwoch gibt den Startschuss für die kommenden 40 Tage, in denen gläubige Menschen bewusst auf Dinge verzichten, damit das geschehen kann. Dabei geht es nicht darum, dem Fehlenden nachzutrauern oder sich zu kasteien. Vielmehr geht es darum,
Freiräume zu schaffen für Wesentliches, um mehr vom Leben zu haben, um meine Beziehungen zu erneuern, zum Glänzen zu bringen. Zuallererst meine Beziehung zu Gott, aber auch meine Beziehung zu mir selbst und zu meinen Mitmenschen. Aus dem Weg zu räumen, was zwischen uns steht und wo unsere Beziehung oxidiert ist, damit Wahrhaftigkeit und Liebe neuen Raum gewinnen kann. Der Verzicht auf Mahlzeiten entschlackt Körper und Seele von Überflüssigem, sensibilisiert unsere Sinne für unsere Lebensweise und unseren Lebensstil in der Schöpfung. Der Verzicht auf Zeitverschwendung ermöglicht, dass ich einen anderen Menschen im Zuhören mehr Zeit schenken kann. In Begegnungen kann ich üben, das Leid und die Bedürftigkeit eines Mitmenschen zu erkennen und ihn zu unterstützen. Einen Satz, einen Spruch aus der Bibel mit in den Tag hineinzunehmen und immer wieder in Erinnerung zu rufen, ist eine gute Übung, um Jesus Christus einen Platz in meinem Alltag einzuräumen, um mit seinen Augen die Welt anschauen zu lernen. Es gibt noch einen ähnlichen Text aus dem Buch Jesus Sirach. Mein Sohn, wenn du dich aufmachst, um dem Herrn zu dienen, mach dich auf Versuchung gefasst. Denn im Feuer wird das Gold geprüft und jeder, der Gott gefällt, im Schmelzofen der Bedrängnis. Frustrationen, Bedrängnis, das Alte, Enttäuschungen. Es sind die Dinge, die uns zu Gold werden lassen, wenn wir sie in unsere Gottesbeziehung integrieren. Mit Gott darüber sprechen, sie Gott hinhalten, damit er etwas damit anfangen und Neues wachsen lassen kann. Wir wollen das heute tun. Symbolisch haben wir das Alte vorhin verbrannt. Übrig ist die Asche. Christian wird die Asche unter die Erde heben. Und wir pflanzen einen Setzling hinein. Für euch alle. Damit Neues wird aus Altem und Ostern neue Hoffnung hervorbringt.
Wir beten bei Sofa ein Gott immer gerne auch einen Psalm, weil die Psalmgebete mitten aus dem Leben sind und wir auch unser eigenes Leben mit hineinlegen können, unsere Gedanken und das, was uns so umtreibt. Seid herzlich eingeladen, den Psalm mitzubeten im Gotteslob bei der Nummer 616. 616. Und wir beten den wieder im Wechsel, Abschnitt 1 und 2. Und ihr dürft gerne euch einklinken. Gott, du mein Gott, dich suche ich. Meine Seele dürstet nach dir. Gott, du mein Gott, dich suche ich. Meine Seele dürstet nach dir. Gott, du mein Gott, dich suche ich. Meine Seele dürstet nach dir. Nach dir schmachtet mein Leib. Wie dürres, lechzendes Land ohne Wasser. Darum halte ich Ausschau nach dir im Heiligtum, um deine Macht und Herrlichkeit zu sehen. Denn deine Huld ist besser als das Leben. Darum preisen dich meine Lippen. Ich will dich rühmen mein Leben lang. In deinem Namen die Hände erheben. Wie an Fett und Mark wird satt meine Seele. Mit jubelnden Lippen soll mein Mund dich preisen. Ich denke an dich auf nächtlichem Lager und sinne über dich nach, wenn ich wache. Ja, du wurdest meine Hilfe. Jubeln kann ich im Schatten deiner Flügel. Meine Seele hängt an dir. Deine rechte Hand hält mich fest. Ehre sei dem Vater und dem Sohne und dem Heiligen Geiste, wie im Anfang, so auch jetzt und alle Zeit und in Ewigkeit. Amen. Gott, du mein Gott, dich suche ich. Meine Seele dürstet nach dir. Diese Tage treiben uns sehr um, auch wenn wir in unsere Welt schauen, bei uns in Europa, im Osten, in der Ukraine, Russland. Vielen macht es Angst. Wir wollen jetzt in den Fürbitten an die Menschen denken, all das vor Gott tragen und ihn bitten, dass er uns hilft auf unserem Weg, in unseren persönlichen Sorgen und in den Sorgen dieser Erde. Und so rufen wir zu ihm und entzünden Licht, das Licht wird überall. Guter Gott, schau auf die Menschen, die sich in die Enge getrieben und bedroht fühlen. Lass sie spüren, dass sie in deiner Liebe geborgen sind. Sei bei den Menschen, die Opfer von Missbrauch wurden. Sei bei den Menschen, die diskriminiert, ausgegrenzt und enttäuscht werden. Gib den Verantwortlichen unserer Kirche den Mut, durch rasches Handeln notwendige Veränderungen voranzubringen.
Krieg und Gewalt sind keine Lösung, um Konflikte auszutragen. Steh den Menschen in der Ukraine bei, die furchtbares Leid ertragen müssen. Diese Kerze steht für all die Menschen, die sich sorgen, hier bei uns, in ganz Europa und weltweit, wo es Konflikte gibt und Streit. Bring du Frieden, verbinde alle zerbrochenen Herzen und lass unsere Welt heil werden. Ihr habt Gelegenheit, auch vielleicht bei euch zu Hause eine Kerze anzuzünden, in Gedanken, eure Gedanken nach oben zu schicken. Dürft diese Gelegenheit jetzt nutzen, in einer kleinen inneren Stille. Herr, du schickst uns deinen Geist, der heil macht. Lasst uns all das in dem Gebet zusammenfassen, das Jesus uns zu beten gelehrt hat. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute, und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unserem Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit. In Ewigkeit. Amen. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade. Der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Frauen, und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns Sünder, jetzt und in der Stunde unseres Todes. Amen. Das Mottolied von unserem Sofa ein Gott finden wir auch wieder im Erdentöne Himmelsklang, dieses Mal bei der Nummer 286. 286.
der Mitte der Nacht liegt der Anfang eines neuen Tags. Und in ihrer dunklen Erde blüht die Hoffnung. In der Mitte der Nacht liegt der Anfang eines neuen Tags. Und in ihrer dunklen Erde blüht die Hoffnung. Ich will Licht sehen in der Dunkelheit, die richtigen Wege finden in der Einsamkeit. Ich will Licht sehen. In der Mitte der Nacht liegt der Anfang eines neuen Tags und in ihrer dunklen Erde blüht die Hoffnung. In der Mitte der Nacht liegt der Anfang eines neuen Tags und in ihrer dunklen Erde blüht die Hoffnung. Ich will Licht sein, wenn die Nacht dich schreckt, die richtigen Worte finden, die die Liebe weckt. Ich will Licht sein. In der Mitte der Nacht liegt der Anfang eines neuen Tags und in ihrer dunklen Erde blüht die Hoffnung. In der Mitte der Nacht der Anfang eines neuen Tags und in ihrer dunklen Erde blüht die Hoffnung. Lass uns Licht sehen, schon im Morgenrot auf unseren Wegen gehen, wo kein Unheil droht. Lass uns Licht sehen. In der Mitte der Nacht liegt der Anfang eines neuen Tags und in ihrer dunklen Erde blüht die Hoffnung. In der Mitte der Nacht liegt der Anfang eines neuen Tags und in ihrer dunklen Erde blüht die Hoffnung. Das Gebet, das in der Kirche gebetet wird zur Nacht, finden wir im Gotteslob bei der Nummer 665. 665. Sei unser Heil, o Herr, derweil wir wachen. Behüte uns, da wir schlafen, auf dass wir wachen mit Christus und ruhen in Frieden. Nun lässt, o Herr, deinen Knecht, wie du gesagt hast, in Frieden scheiden. Denn meine Augen haben das Heil gesehen, das du vor allen Völkern bereitet hast. Ein Licht, das die Heiden erleuchtet und Herrlichkeit für dein Volk Israel. Ehre sei dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geist, wie im Anfang, so auch jetzt und alle Zeit und in Ewigkeit. Amen.
Sei unser Heil, o Herr, derweil wir wachen. Behüte uns, da wir schlafen, auf dass wir wachen mit Christus und ruhen in Frieden. Herr und Gott, kehre ein in jedes Haus und halte alle Nachstellungen des Feindes von ihm fern. Deine heiligen Engel mögen darin wohnen und uns im Frieden bewahren. Und dein Segen sei über uns alle Zeit. Das gewähre uns und euch der gütige und der treue Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Amen. Eine ruhige Nacht und ein gutes Ende gewähre uns der barmherzige Herr. Amen. Vergesst nicht, dass ihr Goldstücke seid, dass ihr in Gottes Augen Wert habt, dass er euch in dieser Welt will und braucht, damit auch sie immer wieder zum Glänzen kommt. Besonders da, wo es dreckig ist oder stinkt, auch in der Kirche. Wir haben das Feuer heute entzündet, die Asche in die Erde gegeben, ein zartes Pflänzchen gepflanzt und wir gießen es für euch. Wir wünschen euch eine gesegnete und wesentliche Fastenzeit. Euer Pfarrer Daniel Psenner und das ganze Team von Sofa and God. Du für mich, wie so groß ist die Liebe. Du für mich, deine Arme so weit. Du am Kreuz, das ist mehr, als ich fasse. Eine Quelle der Gnade, und so ziehst du mich an. Du für mich, wie so groß ist die Liebe. Du für mich, deine Arme so weit. Das ist Ohnmacht, die Stärke ist als der Hass und das Dunkel, welch ein Licht du doch bist. Du für mich, wie so groß ist die Liebe. Deine Arme so weit. Du am Kreuz, das ist Kraft zur Versöhnung hin, so wie du zu vergeben, alle Hoffnung darin. So groß ist die Liebe. Du für mich, deine Arme so weit. Du am Kreuz, das ist Weg und ist Ziel.
will zugleich, will das Leben ich finden, in der Armut so reich. Du für mich, wie so groß ist die Liebe. Deine Arme so weit.